So, ihr Lieben, ich bin wieder da und der Laura-Lili-Schatten hat meine Hand angemalt. Ich habe mir zuerst Modern Renaissance gegönnt. Ich muss sagen, ich habe sie bisher ein- oder zweimal verwendet. Der Hype war da und ich dachte so, ja, aber brauche ich nicht. Dann war der Hype schon vorbei und ich habe es gebraucht. Und so bin ich. Ich muss sagen, es ist einer der uneintragsten und spannendsten Paletten, die es eigentlich in meiner Kollektion gibt. Wenn man so hinguckt, also irgendwie ist da nicht so, wo ich sage, boah, das muss man unbedingt ausprobieren. Sie fühlen sich auch sehr hochwertig an. Dieses Samte hätte für mich nicht sein müssen, weil es einfach mega schnell dreckig ist. Aber die Pigmentierung stimmt und man kann wirklich tolle Looks damit machen. Ich habe schon sehr, sehr viele schöne Looks damit gesehen. Selber gestaltet habe ich bisher höchstens zwei oder drei. Ich muss sie einfach auspacken. Hier sind auch nur zwei Schimmertöne richtig drin. Das andere ist alles so Satin oder matt. Aber sie ist da und sie bleibt auch. Ja, hätte ich von ihr eine Umverpackung, hätte ich sie auch in der Umverpackung behalten. Dann war meine Liebe bei den zwei auf gar keinen Fall loslassen. Ich habe sie gesehen. Ich musste sie sofort haben. Sofort. Die Rede ist von Anastasia Beverly Hills Soft Glam. Und das sind auch zwei Paletten. Wenn ich die angucke, will ich sie gleich wieder kaufen, obwohl ich sie daheim habe. Das sind so, wisst ihr, die fallen gleich ins Auge. Das ist Soft Glam. Ich muss sagen, das ist auch einer der schönsten Paletten, wo ich benutze, wenn ich feiern gehe, wenn ich ausgehe, wenn ich auf eine Weihnachtsfeier gehe, kann ich sie benutzen und sie sieht echt, echt gut aus. Und das ist so neutral und so schlicht und doch hat man sowas, so ein auf dem Auge, ganz, ganz tolle Liebe. Ich liebe sie und ich halte sie einfach in Ehre. Dann Sultry, so sieht das ganze Palettchen aus. Sie glitzert und funkelt und genauso ist es innen. Ich finde es schon heftig, was so eine Palette kostet. Ja, 55 Euro, ich glaube, spinnt. So sieht sie aus. Wenn man sie aufklappt, ist es relativ kühl und man hat eigentlich als Eyecatcher nur einen Ton. Na, als Eyecatcher fällt einem gleich dieses Pink hier auf oder dieses Lachsfarbene, was eigentlich gar nicht so intensiv Lachs ist, wie es in der Palette scheint. Aber man kann wirklich schöne Sachen machen. Damit habe ich mich geschminkt an Weihnachten. War das Weihnachten? Ich glaube Weihnachten oder Silvester. Ich bin mir nicht so sicher mehr, was es war. Auf jeden Fall habe ich damit schon einige Looks gemacht und auch da war ich sehr zufrieden und von dem von der Formulierung und sowas. Ich mag sie sehr, sehr gerne und daraufhin hatte ich mir noch eine bestellt. Die Sultry darf auch meine Sammlung auf gar keinen Fall verlassen. Sie ist eher kühler gehalten, eher mega mega festlich und doch so elegant. Also Soft Glam und Sultry sind einer der elegantesten Paletten, die ich in der Sammlung habe. Und daraufhin habe ich mir die Jackie Eyler bestellt. Die habe ich mir beim Douglas bestellt. Und ja, mega schön. Auch die Verpackung ist ein bisschen besser, kann man einfach besser sauber machen. Ich liebe eh holografisch. Und ja, passt einfach zu der Palette. Ich finde, sie passt einfach super. Hier haben wir alles Mögliche drin. Hier ist neutral möglich, hat ein dunkles Smoky Eyes. Also ihr werdet fünf Looks mit dieser Palette sehen noch. Habe ich auf jeden Fall abgedreht gehabt und es kommt aber erst im Februar. Ich muss es noch schneiden und so. Ich komme einfach dazu nicht. Wirklich eine ganz, ganz tolle Palette. Das Lila und Rosa stempelt so ein bisschen auf den Lidern ab. Daraufhin würde ich halt kein leichtes, sondern eher ein Smoky Eyes und am nächsten Tag dann irgendwie nochmal ein Smoky Eyes. Ja. Geile Palette. Ich liebe sie. Ich benutze sie gerne. Man kann damit wirklich Alltagslook machen, aber auch, wie gesagt, auf die Kacke hauen. Und ich habe auch gern lieber solche Paletten da, wie wenn ich dann irgendwas anderes habe. Jetzt kommen wir noch zu Natasha Denona und der Rest muss ich morgen oder sowas abfilmen. Ja. Ich guck mal, wie weit ich komme, weil ich bin jetzt schon seit einer Stunde am Film. Natasha Denona Camel Palette.
Die habe ich mir gekauft, weil ich gedacht habe, ich brauche was, was Neutrales von Natasha. Ich möchte unbedingt diese Fünferpaletten ausprobieren und ich bin sehr, sehr zufrieden. Damit, die kann ich auch mitnehmen und kann eine Freundin schminken, kann mich schminken, kann allen einen schönen Look machen und wir sind alle alltagsbereit und auch zum Feiern bereit. Denn hier gibt es auch einen dunklen Ton und ansonsten nimmt man halt noch ein Schwarz mit oder sowas. Aber das war jetzt eine Alltagspalette, die ich auf jeden Fall benutzen kann. Und habe dann einen Look, den ich to go benutzen kann. Dann machen wir mal das so. Und so. Dann haben wir von Natasha Denona noch die Korallpalette. Das ist deswegen, wegen der Korallpalette habe ich die Sunrise abgegeben, weil hier sind alle Töne drin, die ich geliebt habe bei der Sunrise. Deswegen, ob ich jetzt die benutze oder eine komplette Palette meiner Sammlung habe, in Köln fällt eine Schaufel um. Und zweimal dieselben Töne brauche ich nun wirklich nicht. Auch noch von derselben Firma. Und dann auch noch die Töne, die ich wirklich. Oh, ich sehe gerade, da löst sich dieser Lidschatten. Das finde ich ja gar nicht gut. Der war nicht so. Der hat sich jetzt erst in meine Sammlung gelöst. Einfach anpressen. Meine Güte. Ich mag es an Natasha Denona nicht. Deswegen habe ich die meisten Paletten jetzt irgendwie im Sale bei mir drin. Weil einfach, ja, es kann von einem Tag auf den anderen, habt ihr nur die Hälfte vom Lidschatten drin. Es hat sich einfach so gelupft. Scheiße ist das. Die Qualität ist trotzdem gut und ich liebe sie trotzdem, aber ich würde nicht mehr 150 Euro für eine Palette ausgeben. Was totaler Wahnsinn war. Würde ich kein zweites Mal machen. Für keine Palette der Welt mehr. Dann haben wir Natasha Gold. Wie gesagt, das ist meine große Liebe. Würde ich die verlieren, würde ich die kaputt machen oder sonst was, würde es auf jeden Fall eine Überlegung wert sein. Hier sind wirklich gigantisch schöne Töne drinne. Und einen grünen Ton noch. Also, Natasha Denona hat einfach dieses gelige, keine Ahnung, von der Formulierung her. Es kann halt einfach alles schief gehen und dann habt ihr gar nichts mehr. Aber wenn ihr das anguckt, und genau das habt ihr aber auch auf dem Auge. Und deswegen habe ich die Gold einfach behalten. Aber jetzt stempelt gerade alles Ich ab. liebe die Gold darf auf gar keinen Fall gehen. Ihr könnt noch mal im Ganzen angucken, wie sie aussieht. Ich liebe sie, ich liebe sie, ich liebe sie. Das ist für mich auch eine Festtags. Also, wenn ich auf ein Fest gehe, benutze ich sie super gerne. Vor allen Dingen wegen den petrolfarbenen Tönen. Dann kommen wir zu der größten aus meiner Sammlung. Das ist die Carnival XL Pro Palette von Be Perfect. Ein zweites Mal würde ich sie mir nicht kaufen. Sie ist mir einfach zu groß. Ich habe ihn ausschließlich, sage ich mal, wegen den krassen Tönen gekauft. Wie den hier, wie den hier, wie den hier, wie den hier und wie den hier. Schaut euch einfach mal die Farben an. Sie ist einfach wunderschön. Man kann Reihe für Reihe tolle Looks machen. Habe ich auch gemacht. Ich glaube, Reihe für Reihe war das. Aber sie ist trotzdem ziemlich bröckelig. Und das sind gepresste Pigmente. Man arbeitet einfach echt schwierig damit und man muss kein zweites Mal so eine Palette mehr kaufen. Sie ist einfach zu groß und gut, ich habe es ja aufgehoben. Falls ich irgendwelche außergewöhnlichen Looks machen möchte, dann kann ich dazu greifen. Gerade der Ecstasy gefällt mir, der Grünton. Dann haben wir hier Ken. Ken ist so eine Polish Peppermint Snowboard und der Hype. Also hat echt geile Töne drinne. Aber nichts Besonderes. Die habe ich jetzt schon ein paar Mal gesehen, diese Töne. Und die habe ich auch in anderen Paletten, Mal gucken, leider. ob ich sie mal irgendwann hergebe, weil die andere ist schon drinne, die etwas kleinere. Und hätte ich gewusst, dass die so gigantisch ist, wahrscheinlich hätte ich sie nicht genommen. Ich weiß es nicht. Ein zweites Mal nö. So. Dann stelle ich euch noch Paletten vor, die ich einzeln habe, also in keiner doppelten Ausführung irgendwie. Also es das heißt irgendwie eine Firma, die ich nur einmal vertreten habe und versuche jetzt mal mein Swatch sauber zu machen. Wir haben Hatice X's Love. So sieht die Palette aus. Auch von ihr kann ich mich noch nicht trennen, obwohl ich die Verpackung echt scheiße finde.
Muss ich mal echt so sagen, sie stört mich, dass sie kein Papier ist. Und ich habe echt gerne so Papierpaletten irgendwie. Oder sie scheinen so. Das Kaliber, was da drin ist, ist wirklich. Da hat sie wirklich was Tolles kreiert. Ich hatte so einen roten Look damit geschminkt. Das sah echt geil aus. Und die Formulierung ist auch eher so. Och, ich würde schon eher so sagen, Natascha Denona. Wartet mal. Schaut mal, also von der Farb, deswegen kann ich mich noch nicht trennen, ja. Ist nicht so, dass es der hottest Shit ever ist. Der Tee ist hot, aber es ist eine richtig, richtig gute Palette für 20 Euro gewesen, ja. Oder ist sie immer noch, gibt es glaube ich immer noch bei Love. Hat sie mal erzählt gehabt. Und ja, und ich habe sie gewonnen und es ist eine Ehre gewesen. Das war mein erster Gewinn überhaupt in meinem Leben. Ich habe sonst nie was gewonnen. Ich mache aber auch nicht gerne bei Gewinnspielen mit irgendwie. Manchmal ja, manchmal nein. So, dann haben wir von dieser Firma den Minimalist. Und ich finde es geil. Also ich finde es geil. Das ist eine To-Go-Palette. Das habe ich mal bei Jessies Beauty Welt, glaube ich, gesehen. Den Minimalist. Und damit kann ich auch ein Full-Glamour-Make-up machen. Ohne, also ein Alltagslook in matten Tönen. Geile Palette. Bleibt. Dann haben wir Morphe X's. Die Tante hier, Jaclyn Hill. Das ist a Blink Boss. Das ist die einzige, die ich noch von den vier Paletten daheim habe. Jedenfalls habe ich zwei schon verkauft oder drei sogar. Ja, ich habe alle vier verkauft schon. Ich habe keine einzige mehr. Das ist die letzte, die ich habe. Ich behalte sie auch nur noch wegen diesen schönen Schimmertönen. Die matten flashen mich nicht so, aber ich habe vor kurzem einen Look damit gemacht und habe dann beschlossen, ich behalte sie wegen diesem lila Ton hier. Aber vielleicht habe ich auch schon Ersatz. Mal gucken. Deswegen darf die noch bleiben. Dann haben wir von Laura Mercier eine. Und ich muss sagen, dass die Pigmentierung war Hammer. Hätte ich gar nicht gedacht. Ich dachte, das wäre so eine minimalistische Palette. Sie ist auch schon etwas älter. Ich habe sie auch gebraucht gekauft gehabt damals und ein, zweimal geswatcht und dann gab es schon einen Hitpen. Macht mir aber nichts. Ich muss sagen, die Töne sind mega gut pigmentiert. Mama habe ich damit geschminkt als Basis. Es war auch eine, die ich mit hatte als Basispalette. Ja, absolut alltagstauglich. Wie gesagt, sehr minimalistisches Lila catcht halt wirklich. Ganz, ganz toll. Laura Mercier, Eye Artist Palette. So in lila und Brauntönen. Oben, unten ist etwas kühler und oben ist auch kühler. Eigentlich ist die Palette ziemlich kühl. Vielleicht greife ich auch deswegen seltenst dazu. Das ist die Umverpackung. Ja, ich finde sie gut, deswegen darf sie auch bleiben. Auf Reisen stört es sie mich nicht, weil es schon so ein älteres Kaliber ist. Dann habe ich von Lunar Beauty Life is a Dark. Und das ist wirklich eine Palette, die ich liebe. Wegen ihren Neontönen, wegen ihren ausgefallenen Tönen, wegen ihren Basstönen und wegen den zwei Schimmer, die wirklich wie Butter sind. Ich wollte einen Highlighter von MUA ausprobieren. Wie heißt der Typ da? Und die Neontöne. Bei Lila und Pink muss man wieder aufpassen, die sind abstempelbar. Ich hatte einen Look gemacht und abgeschminkt und hatte dann die Pigmente da, wo sie nicht sein sollten. Auf dem Augenlid. Ja, ich liebe sie und die ist einfach mega geil. Ich finde es einfach auch zu gigantisch groß. Ich finde auch geil, was er gemacht hat. Und ja. Dann. Meine lieben Damen und Herren hier draußen, habe ich von Dominique Cosmetics bisher nur die Late-Palette. Ich bin mir gar nicht so. Ach doch, ich hatte noch die bunte von ihr, hat mir gar nicht zugesagt. Die hier finde ich dagegen sehr, sehr gut. Auch da Basic-Töne und auch ein bisschen gedecktere Farben. Finde ich auch eine schöne Herbstpalette. Mal gucken, ob sie noch weiterhin 2021 in meiner Sammlung bleibt oder irgendwann mal verschwindet. Sie sehr, sehr gut pigmentiert. Der ist hier so ein bisschen hart gepresst, aber Presley. Und das Beige. Schaut mal, sehr, sehr, sehr schön. Gefällt mir auf jeden Fall gut und kann ich euch auch ans Herz legen für neutrale Looks. So langsam wird es wieder Zeit, Hände zu waschen.
Wir kommen zu einer Palette, die unheimlich teuer ist und mini, mini klein. Also mini, mini, mini schmal, meine ich. Marc Jacobs 740 Skandalös. Zack. Schaut euch mal das kleine Wunder an. Eine wunderschöne Palette. Wärmer und hätte sie nicht sein können, noch schöner ging einfach nicht. Guckt euch mal bitte die Farben an. Damit habe ich einen Full Glamour Look auch gemacht. Damit war ich im Kinderland und es hat mir einfach gigantisch gut gefallen. Damit habe ich mich wohlgefühlt. Damit kann ich einen vollständigen Look machen. Damit kann ich einige Looks machen. Und sie ist super handlich. Ich würde sie nicht mit auf Reisen nehmen. Dafür ist mir das Kaliber einfach zu teuer. Es ist einfach zu teuer, um sowas auf Reisen mitzunehmen. Also für mich. Nein, meine Hand ist so pink. Ich muss morgen arbeiten. Nein. Dann auch eine unglaublich teure Palette. Ich habe sie für 130 Euro gesehen. Boho Palette von Ofra. Aber ich wollte mal... Aber. Ich habe sie, glaube ich, für... irgendwie sowas bekommen. Hier sind zwei Highlighter, ein Bronzer, zwei Blushes, ein Bananenpowder, vier Lidschatten, zwei Augenbrauentöne drin. Also man kann so alles testen. Ja. Der Highlighter und der Highlighter, die sind einfach gigantisch. Ofra Highlighter sind unheimlich buttrig wie Lidschatten von anderen Firmen. Und sie riecht so ein bisschen nach Schokolade und Kleber. Fällt mir jetzt auf, vielleicht weil ich sie so hoch halte. Vorher war es nicht so. Definitiv fehlt mir hier was Helles und was Mattes an Lidschattenfarben. Aber man kann auch die hier nehmen und es ist in Ordnung. Ich habe nochmal einen Look geschminkt. Leider war das Bild unscharf und ich lösche das Video und schminke dann nochmal lieber was. Aber es war einfach ärgerlich. Ärgerlich, wenn man das nicht so richtig sieht. Ich bereue es im Moment nicht. Und ja, ich wollte Ofra mal austesten, weil Niki Tutorials ja auch mit ihr was gemacht hat. Und die sind echt super. Also kann ich euch auf jeden Fall mal empfehlen. Dann zeige ich euch mal noch eine Palette. Und zwar. Die haben wir schon durch. Bin ich schon echt die Paletten durchgegangen. Okay, wir fangen an mit Huda Beauty. Da habe ich einige, aber ich zeige euch erstmal die erste. Die erste war, ich bin der Meinung, Huda Beauty Remaster, Rose Gold Remaster war die erste, die ich mir gekauft hatte. Die hat mir mega gut gefallen. Ich habe sie aber ewig liegen lassen und nicht benutzt. Ich habe sie jetzt in letzter Zeit wieder häufig benutzt. Die hat auch so eine mega Gel-Textur. Die Schimmernden sind einfach unfassbar gelig. Also wenn man Crease-Lider hat, dann ist das vielleicht nichts. Auch die zeige ich euch nochmal. Ich hoffe, ich mache nichts kaputt. So sieht es aus. Auch davon kann ich mich leider nicht lösen, obwohl ich sie so selten benutze. Und jedes Mal, wenn ich sie sehe, irgendwo im Internet, dass jemand einen Look macht, würde ich sie immer haben. Und ich habe sie ja. Aber ich bin mit. Dann haben wir Huda Beauty Desert Dust. Auch die unfassbar schön. Unfassbar schön. Ich glaube, ich habe sie zweimal benutzt. Warum? Sag mir bitte, warum? Ich habe sie leider nur zweimal benutzt. Und ich konnte sie noch gar nicht so ausgiebig austesten. Die wird definitiv demnächst in meinen Schminkkorb landen, damit ich sie benutze. Das kann ja wohl nicht angehen. Sie ist so... Ich wollte sie unbedingt, ja, habe sie unbedingt bekommen, mir gekauft. Und dann nutze ich sie nicht. Also ist echt verdammt ärgerlich. So, dann habe ich mir die New Nude aufgekauft. Auch genau dasselbe Drama, einfach überhäuft mit Paletten. Paletten. Auch die habe ich vielleicht dreimal benutzt. Vielleicht auch viermal. Aber das Glitzer ist schön, diese Kristalle. Ich meine, in jeder zweiten Palette mittlerweile gibt es diese Kristalle. Sie sind nicht so schön, wenn man sie swatcht. Sie sind halt einfach eintönig dann. Sie sehen schöner aus, sage ich mal, in der Palette als auf dem Auge dann. Aber es ist trotzdem eine schöne Palette. Und die letzte Huda Beauty, die ich mir dann als groß gekauft habe, war die Mercury. Eigentlich wollte ich sie gar nicht haben. Das war wirklich etwas, was ich überhaupt nicht haben wollte. Sie hat mir gar nicht so gefallen auf den Pressebildern. Bis ich dann sie in Videos gesehen habe, dann war ich einfach geflasht. Geflasht. Ich finde diese Mikroglitzer einfach wunderschön auf dem Auge. So sieht es aus. Und hier genau. So sieht die Palette aus. Und ich finde sie immer nach wie vor schön. Auch da habe ich fünfmal mich mit geschminkt und dann ist sie ein bisschen liegen geblieben. Bisschen auch schade. Aber gut.
Die Formulierung ist ein bisschen. Das Türkis ist einfach fantastisch. Wirklich, ich liebe sie. Ich liebe sie. Ich habe sie lieben gelernt in der Zeit. Sie hat einfach unglaubliche Augen-Make-ups geschminkt. Also ich habe damit unglaublich schön. Dann haben wir mir zwei kleine Huda Beauty Ruby Obsession gekauft. Ich fand das so gigantisch schön. So sieht es aus. Und auch das gefällt mir mega gut. Und das hat auch gut performt. Der dunkle Ton war nicht so gut, aber im Großen und Ganzen war die Palette echt gut. Daraufhin war ich so scharf auf die grüne Emerald, heißt die, glaube ich. So sieht die aus. Ich bin ja ein absoluter Grün-Fan. Absoluter Grün-Fan. Ich liebe es und es gefällt mir einfach unglaublich gut. Unglaublich gut, wie sie performt hat, wie sie auf meinem Augenlid war. Ich war so richtig teures, royales Grün. Dieser Smaragd, grüner Smaragd. Ich finde den einfach geil. Oh, wirklich schön. Daraufhin habe ich mir natürlich andere Huda Beauty Paletten gekauft. Ich kann ja mal euch die blaue noch zeigen, die ich auch benutzt habe zur Neujahr. Am 1.1. habe ich sie das erste Mal verwendet. Auch die hat mir super gut gefallen. Ihr könnt ja gerne mal ins Video gehen. Dann nur von Paletten, die ich auch verwendet habe. Ne? Das macht ja wenig Sinn, wenn ich euch alle vorstelle. Aber am Ende des Jahres kann ich euch gar nicht sagen, ob ich sie verwendet habe. Oder also kann euch nichts Gescheites darüber geben. So, die letzten Blöcke. Fangen wir an mit Too Faced Kryolan ist dabei. Dose of Colors. Und Too Faced. Ich habe heute Morgen damit einen Look mit euch. Ich finde es ja unglaublich kitschig, die Paletten. Also, aber die Pigmentierung, die Duochrome und keine Ahnung, was ist es einfach. Ich habe schon überlegt, sie zu depotten. Aber für euch dann schwierig, wenn ich dann mal einen Look mache, um euch dann zu sagen, was ich dann im Endeffekt benutzt habe. Es ist einfach Quatsch, Monolidschatten zu haben. Deswegen werde ich sie nicht depotten. Ich werde sie so, wie sie ist, benutzen. Auch wenn ich nicht unbedingt das kleine Mädchen bin, was gerne eine Einhornpalette hat. Den Ton hatte ich heute Morgen drauf und er ist einfach wunderschön. Tolle Palette, Too Faced Festival. Dann kommen wir zu Too Faced. Das war aber meine erste Errungenschaft von Too Faced. Das war eine Mini-Palette und die heißt Cutie, Totally Cutie Palette von Too Faced. Das ist eine ziemlich bunte. Eigentlich nutze ich sie nicht. Sollte ich aber. Hier sind wirklich schöne Töne drin. Es gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Sie ist kompakt. Sie ist handlich. Ich mag auch die Dose. Wobei mir eigentlich mal Papier lieber ist. Das ist richtiges richtige Dose. Ja, die habe ich im TK Maxx damals geschossen. War super happy. Dann habe ich die erste Palette, die ich mir selber gekauft habe, war die Too Faced Chocolate Bar. Da gab es die Semi-Chocolate, glaube ich, nicht. Ich habe diese mir gekauft und war super happy beim Douglas. Vom Kaliber her, es ist eine natürliche Palette. Zum Beispiel meine Mutter, die sich gerade anfängt, für Schminke zu interessieren oder die sich ein bisschen hübsch macht für die Arbeit, reicht das vollkommen aus. Genau, die Chocolate Bar war so meine erste Palette, die ich mir gegönnt habe in teuer beim Douglas. Sie riecht auch noch ein bisschen nach Schokolade und es ist eher so was Alltagstaugliches, was nicht viel Pigmentierung hat. Dann habe ich mir die Too Faced Gold angeguckt. Die Chocolate Gold, so sieht das aus. Auch die hat mir von den Farben her sehr, sehr gut zugesagt. Ist aber eher so was Festliches. Also man könnte zum Beispiel die Too Faced Chocolate Bar haben und dann die hier und dann hätte man alles so in einem. Die hat einfach unfassbar schöne, kräftig farbende Fold-Eyeshadows. Voila. Und die hat einen kompletten Spiegel. Also die anderen sind nur so ein bisschen ausgeschnitten. Und hallo? Also richtig, richtig geil. Und die kann ich euch auch echt ans Herz legen. Die ist von der Qualität wirklich, wirklich, richtig gut. Kann ich mich auch nicht lösen, ne?
Dann von einer, wo ich mich auch nicht lösen kann, die habe ich erst bei Sarah geschossen. Letztes Jahr irgendwann, ich glaube im Sommer oder so. Oder Anfang des Jahres, ich habe keine Ahnung. Ja, die habe ich noch nicht so oft benutzt, wie man sieht. Ich habe zwischen, eigentlich habe ich geschwankt, eigentlich wollte ich sie aussortieren. Aber ich habe sie noch nicht so gut benutzt. Ich habe jetzt mal die Peach aussortiert, weil ich ja, sie einfach nicht nutze. Ich nutze keine Chocolate Bars, weil sie mir einfach ja zu schlicht sind, um ehrlich zu sein. Hier haben wir auch so silikonhaltigen Topper. Warum? Wer braucht den? Aber ich habe überlegt, sie einfach öfters mal auszupacken und mal öfters zu benutzen, wenn ich einen Alltagslook mache. Nur schminke ich auch das für den Alltag ab und zu mal. Ich wollte was ausprobieren. Ich wollte so sehr pink und lila die letzten 3 Tage, da musste ich einfach auf die Kacke heute hauen. So, dann sind wir auch damit schon fertig. Dann fangen wir an mit Dose of Colors. Das waren so die ersten. Die erste war Sassy oder sowas. Dann hatte ich noch eine. Baked Brown habe ich noch. Das ist eine neutrale braune, in matt gehaltene Palette. Super pigmentiert. Also was das Pigmentieren von den Lidschatten von Dose of Colors angeht, habe ich überhaupt gar nichts zu meckern. Überhaupt nichts. Null. Mega gut. Und dann habe ich mir noch Blushing Berries aufgehoben. Die anderen zwei habe ich aussortiert. Sie haben mir nicht mein Kaliber entsprochen. Und ja, ich muss sagen, die zwei habe ich gar nicht benutzt. Noch gar nie. Noch gar nie. Ich swatche sie auch, glaube ich, das erste Mal. Keine Ahnung. Da ist Blushing Berry und das ist Baked Bronze. Aber trotzdem, ich liebe sie und kann mich nicht trennen. Dann Kryolan. Einmal habe ich eine Lidschattenpalette und das andere ist Lidstrich zum Lidstrich ziehen. Die Palette kann ich einfach niemandem mehr abgeben. Die ist einfach misshandelt. Das ist Cario. 2016 habe ich sie auch wirklich den Sommer über super gern genutzt. Abend-Make-up, Tages-Make-up, wirklich coole. Das waren so die einzigen warmen Brauntöne, das müsst ihr euch mal geben, die man so im Handel haben konnte, die ich gefunden habe. Damals gab es nichts Warmes. Und trotzdem gibt es hier so Khaki-Töne. Und von der Pigmentierung würde ich schon sagen, so an Dose of Colors angehaucht. Habe ich wirklich geliebt. Das Schwarz ist so ein Anthrazit eher. Das war der Shit. Die Paletten sind nämlich auch nicht so günstig. Von Kryolan. Ja. Genau, dann. Die swatche ich euch nicht, weil macht keinen Sinn. Cake Eyeliner Set ist das. Das ist von Kryolan. Habe ich mir 2 Paletten zugelegt. Eine ist auch im Insta-Sale, weil ich einfach nicht nutze. Ich habe schwarz schon genutzt, lila, grün und braun, aber im Endeffekt nutze ich sie nicht. Kommt aber trotz gehört auch hier rein. Dann kommen wir zu Dose of Colors. Da waren wir auch vorher schon. Einmal Dose of Colors, einer meiner liebsten Paletten, weil ich es einfach so geil finde. Das war die Kooperation hier mit Sarahi. Kann das sein? Schaut mal einfach. Und ihr könnt euch denken, warum? Schaut euch einfach dieses Grün an. Ich kann mich nicht trennen. Und das Schwarz. Hammer. Hammer. Wow, super. Super. Ich kann mich nicht trennen. Und das Kaliber auf den Augen ist einfach gigantisch schön. Dose of Colors, Katie und Daisy oder Daisy und Katie. Auch die. Das Blau auf den Augen ist einfach gigantisch. Das, die Pigmentierung ist auch da gut. Auch die Rottöne sind ein bisschen trotzdem geil. Ich liebe sie, ich liebe die Verpackung. Ich habe schon kein... Ich liebe einfach das, die Formulierung davon. Es ist so, so schön. Aber es creased bei mir auch. So, die letzte von A Dose of Colors ist die Ice Cream Palette. So sieht sie aus. Und wenn man sie aufmacht, hat sie einfach Pastelltöne. Deswegen werde ich mir auch die Joe Breakers Palette nicht kaufen, weil ich schon einfach die so selten nutze. Mir gefällt auch dieses matte Lila total gut. Damit habe ich auch meinen Look geschminkt im Sommer. Auch die ist super pigmentiert. Also ich mag sie sehr. Ich finde, die Lidschatten sind wirklich, wirklich gut gelungen. Für das, dass sie eigentlich pastellig sind und wirklich Ice Cream. Die hätten noch so Eistüten dahin machen können. Da wäre es wirklich kitschig. Aber ja,
Bitte nicht so viele kitschige Paletten. Ich eigentlich kaufe mir keine so gerne kitschige Paletten, weil... Aber ja, ja. So, der letzte Stapel Dose auf Colors und dann sind wir durch. Okay, Mädels, die letzten Paletten von Colourpop. Ich habe hier so einzelne rumfliegen, die habe ich depottet. Die habe ich in Set-Paletten gemacht. Einmal habe ich so eine warme Palette mir erstellt, die ich wunderschön finde. Habe ich so noch gar nicht benutzt. Und eine etwas kühlere, eher so mit Pinktönen, eher so Bordeaux, eher so, ja, eher so kalt halt einfach. Das war so der Plan. Dann habe ich die Perfection Salaya Colourpop. Richtig schöne Palette. Einer der schönsten, einer meiner Favoriten, die ich euch ans Herz legen kann. Absolut liebe. Für mich die optimale Palette zwischen warm, kühl, bunt und neutral. Wirklich ganz, ganz toll. Also wirklich alltagstauglich und man kann damit was richtig Intensives machen. Was Schönes, ja, gestalten und Hammer. Dann eine Palette, die ich auch eigentlich aussortieren wollte. Das ist die Chasing Rainbow. Aber dann im Endeffekt habe ich dann gedacht, nö, ach komm, die muss keine einzelne Palette sein. Ich kann sie einfach zu anderen Paletten dazu holen. Ich fand einfach so schön die Farben, dass ich mich davon nicht trennen wollte. Also erstmal nicht. Und auch die Verpackung eigentlich ganz niedlich. Ist jetzt kein Einhorn drauf, es nicht sein könnte. Okay. Und zwar Colourpop I'll See It's Magic. Und sie ist echt magic. Ich kann, wie gesagt, verschiedene Looks mit ihr schminken. Sie ist wirklich richtig schön. Sie hat richtig schöne Full-Eye-Shadows. Duochrom-Geschichten und matte. Also ich finde Colourpop wirklich, wenn es in Deutschland geben würde, gigantisch. Die Qualität ist einfach für den Preis super. Da können manche Paletten nicht mal mithalten. Aber diese Palette von Colourpop, Sport, irgendwas Good Sport, habe ich noch nie verwendet. Wobei die Töne echt cool sind. Hier ist zum Beispiel Plastik jetzt innen. Vorher war immer Papier, aber das ist ziemlich spitz und ja, keine Ahnung. Dann haben wir noch die Disney-Koloration, keine Ahnung. Alle Disney-Prinzessinnen auf einen Schlag. Die habe ich von meiner lieben Sunny zum Geburtstag bekommen. Zu meinem 28. Geburtstag. Oder 29. Geburtstag. Ich bin mit 29. Geburtstag, genau, letztes Jahr. Super schön. Auch einfach ein Träumchen an Palettchen und auch das Design und einfach die Geste. Ich kann mich davon nicht trennen, obwohl ich sie wirklich nicht benutze. Ich benutze sie wirklich nicht. Vielleicht, weil ich sie immer in der Umverpackung habe und denke so, ach, die ist so schön. Nein. Aber ich greife demnächst dazu, versprochen. Dream Street, Kathleen Lights und Colourpop, einer der schönsten Paletten, finde ich. Einer der gelungensten auch von Colourpop. Bunt gemischt, warm, kühl. Man kann tolle, tolle, gigantische, wunderschöne Looks damit machen. Ich liebe sie, ich gebe sie nicht her. Sie hat auch ein paar Duochrom-Geschichten und ein bisschen bröckelig, aber sonst. Ich liebe grün, ich liebe rot, ich habe da alles, was ich brauche. Schimmer, matt. Das war die erste Palette, die habe ich gar nicht so günstig ergattern können. Das ist die Yes Please Palette, ein bisschen so wie die, habe ich auch einen geilen Look mit falschen Wimpern und so geschminkt. Falsche Wimpern machen schon was aus. Auch das letzte Jahr überhaupt nicht benutzt. Wuhu, Nikolai. Ich bin gleich fertig. Dann, ich filme schon fast 2 Stunden. Ich sage es seit 2 Stunden fast, ich bin fertig. Give to me Star. Einfach geile Rot-Braun-Nude-Palette. Leider haben sie kein Fenster, wo man einfach gucken kann, aber sie ist wunderschön. Sogar der rote Ton ist wirklich putriger und nicht so trocken wie bei manch anderen. Dann haben wir noch eine, die ich auch teuer gekauft habe. Sweet Talk, weil sie kam gerade erst raus und dann hat sie jemand bestellt. Und dann konnte ich sie wenigstens ergattern. Ich muss sagen, mit der Formulierung, diese Glitzer-Shades sind schon schön, aber ich finde sie, es ist eine schon schöne Palette, die ich auch in meiner Sammlung haben musste. Ich habe es gesehen und dachte, oh mein Gott,
Diesen Topper kann ich nicht ganz so nachvollziehen. Ja, eine tolle Palette. Schaut euch das Farbspektrum an. Wunderschön. Behalte ich natürlich auch. Deswegen habe ich die Umverpackung auch nicht. Und dann auch hier eine Element of Surprise von Colourpop. Auch da die Umverpackung. Schön. Und auch das Innenleben. Mama, natürlich catchen die zwei Töne. Ja. Auch die habe ich, glaube ich, nur geswatcht. Ich bin mir nicht so sicher. Einfach gigantisch schön. Ich muss sie unbedingt benutzen. Ich hatte mir hier ein Häufchen mal hingestellt mit Paletten, die ich gerne benutzen wollte. Ja, habe ich. Habe ich gehört, Schatz. Und ich möchte einfach schnell fertig werden jetzt. So, Golden Start of Mind. Das ist eine Palette, das ist eine reinste Topper-Palette, könnte man sagen. Auch die läuft aus. Das war das, was ich euch erzählt habe, wenn die Lidschatten einfach zu reichhaltig sind. Aber hier sind so tolle Topper und metallische Töne. Also wenn ich euch eine reine metallische Palette ans Herz legen müsste, sollte, könnte, wollte, dann wäre es die hier, weil die einfach nur metallische Töne und alle sind so butterweich. Da sind verschiedene Finishes drin, einmal mit Glitzer, einmal nur so Finishing. Dann nur so Duochrom zum Beispiel ist hier drin. Also viele verschiedene Variationen und hier sind auch 2, 4, 6 Lidschatten mindestens die Hälfte ausgelaufen. Aber dafür sind die auch so schön cremig. Allerletzte Palette, dann haben wir meine Sammlung durch, was palettentechnisch angeht. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Und wenn, dann ist es so. 2021 oder Ende des Jahres werdet ihr dann meine ganze Kollektion sehen. Bed Braidman in Colourpop, das ist eine reinste Rot, warme Palette. Vielleicht werde ich die Yes Please aussortieren und werde die hier behalten. Wobei die mich jetzt irgendwie nicht so... Ich weiß es nicht, ich wollte sie auch aussortieren, habe ich gedacht, ach, behalte sie doch nochmal. Ja, Lit heißt sie übrigens. Mama, ich will kein Auto mehr. Echt nicht? Hast du alle Ich würde mal sagen... Da ist noch ein Mädchen. Echt? Ich würde mal sagen, ich habe jetzt einen Palettenmarathon hinter mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, für euch war was dabei, was ihr einfach an Sammlung... Ja, es ist gigantisch, es wächst, es wird sich aber wieder verkleinern. Ich denke auch, wenn ich mal was aussortiere, werde ich einen kurzen Clip dazu machen, warum ich es aussortiere. Und so, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, Tag, Morgen, wie auch immer. Ich glaube, das werde ich mal am Abend hochladen. Das ist so viel. Wie gesagt, ich wollte euch Ende des Filmschen auch mal zeigen, ob das Glitter noch da ist. Es ist nichts gecreased. Das Glitter ist immer noch da. Also schaut euch das für 6 Euro mal wirklich an. Ihr braucht diese Pöttchen nicht. Ihr könnt dieses Glitter benutzen von Make Up Revolution. Ciao, ihr Lieben.